hallo und guten Tag, meine Damen und Herren. Hier heute wieder aus dem Cockpit unseres A320. Wir stehen hier am Helmut-Schmidt-Flughafen in Hamburg, Fuhlsbüttel. Und ich starte jetzt nach London City. Ein Flug etwa von gut einer Stunde, etwas mehr. Und diese Stunde werde ich nach dem Start, wenn ich hier meine ganzen Verfahren und Checklisten erledigt habe, einmal nutzen, um mit Ihnen über die 8 Phasen der Veränderung zu sprechen. Denn Veränderungen passieren ja nicht plötzlich, es macht Klick und alles ist verändert, sondern der berühmte Psychologe, Verhaltensforscher und Fehlerforscher James Reason aus Großbritannien hat in seinem berühmten Buch Life and Error diese 8 Phasen einmal beschrieben, wie Veränderungen eigentlich ablaufen in Unternehmen, also das berühmte Change, und warum Veränderungen in den allermeisten Fällen misslingen. Jedenfalls das Ziel, was ursprünglich mal erreicht werden sollte, wird so nicht erreicht. Es tritt Frust auf, es tritt auch eine gewisse permanente Unzufriedenheit auf und das führt dann zu inneren Kündigungen und so weiter. Wir kennen das alles. Wenn Sie hören, wie diese 8 Phasen zustande kommen und wo Sie an welcher Stufe scheitern, werden Sie das besser verstehen. Und ich werde Ihnen dann natürlich am Ende des Videos, nach der Landung in London City, dann auch die Auflösung sagen, wie man sowas verhindert, beziehungsweise wie man das Verfahren auch dramatisch abkürzen kann, zum Guten. Ja, ich melde mich gleich wieder nach dem Start in London, in Hamburg, Entschuldigung, und werde dann einmal auf dieses Thema eingehen. Vielen Dank. Ich habe Ihnen ja zu Beginn gesagt, ich möchte mit Ihnen heute mal über die 8 Phasen der Veränderung sprechen. Das werde ich jetzt auch machen. Was ist die erste Phase, wenn man Mitarbeiter in Workshops fragt oder wenn ich Führungskräfte in Trainings frage, der Veränderung? Was bekomme ich ganz häufig, gerade von Mitarbeitern, die lange schon im Unternehmen sind, die sehr erfahren sind, was bekomme ich für eine Antwort? Die Antwort ist, alles ist gut. Wir brauchen gar keine Veränderung. Die haben sich in ihrer Komfortzone eingerichtet. Sie erkennen nicht, dass Veränderungsbedarf da ist. Nirgendwo. Es läuft. Diese Mitarbeiter sind sehr beliebt in dieser Phase, weil sie machen der Geschäftsführung keine Probleme. Das sind Mitarbeiter des unteren, oberen Führungssegments, die ihren Laden im Griff haben, wie es immer so schön heißt. Kleinen Moment bitte, wir sind freigegeben auf einer Flugfläche von 300, also 10.000 Meter, was auch unsere Reiseflughöhe hier für den ersten Teil der Strecke ist. Steigen wir ein, etwas beschleunigen das Flugzeug. So, also diese alles ist gut Phase. Warum sind die sehr beliebt? Die machen den Führungskräften oben, den Geschäftsführern, Vorständen keine Schwierigkeiten. Es dringen aber auch keinerlei Informationen, die nicht gefiltert sind, zur Geschäftsführung durch. Das ist nicht erwünscht, weil das könnte ja die Komfortzone im mittleren, oberen Management beeinflussen. Diese Phase lässt nur geringe Innovation im Unternehmen zu und führt zu sehr, sehr langsamen Veränderungen in Prozessen, insgesamt zu sehr langsamen Gangarten. Wenn Sie diese Phase überwunden haben, der Druck von außen zunimmt oder irgendeine Erkenntnis zunimmt, dass sich noch etwas verändern muss, vielleicht doch, dann kommt die zweite Phase. Die zweite Phase ist oder wird eingeläutet, ja, wir müssen etwas verändern. Wir ahnen das, wir spüren das, der Druck ist, unser Erfolg ist nicht mehr da, wir haben Reibereien, es ist Sand im Getriebe, aber wir wissen nicht was. Es wird also gerätselt. Aktivistische Vorschläge, es werden sich die Köpfe heiß geredet. Irgendwann kommt man dann in die Phase 3. Wir wissen, was wir verändern müssen. Das ist ganz häufig auch im Bereich der Führung. Ja, wir müssen das Verhältnis bei den Mitarbeitern, unter den Mitarbeitern, da knatscht es. Wir müssen menschliche Beziehungen entkrampfen, wir müssen Innovation voranbringen, wir müssen unsere Fehler minimieren. Wir haben insgesamt zu viel Fehler im Unternehmen, die wir machen. Und wir sind langsam dadurch nicht mehr wettbewerbsfähig. Wir merken, wir entfernen uns in den globalen Märkten, im internationalen Wettbewerb immer langsamer von dem Weg, den wir eigentlich gehen wollen. Dann kommt die Phase 3.
Wir wissen jetzt schon was. Wir merken schon relativ konkret, wo wir ansetzen müssen. Aber wir wissen nicht, wie. 1000 Vorschläge kommen auf den Tisch, aber es werden so die ersten Anläufe diskutiert, wie man das anfangen kann, aber so richtig eine Lösung dafür hat niemand. Hier kommen häufig Berater ins Spiel, Berater von außen ins Spiel, die dann Vorschläge unterbreiten, die Konzepte machen. Die sind auch teilweise durchaus tauglich, nur man hat überhaupt keine Vorstellung, wie man die umsetzt. Und dann kommt die Phase 4 und die ist besonders wichtig jetzt einmal zu erwähnen. Gehe ich sofort drauf ein, kleinen Moment bitte. Wir kommen langsam auf unsere Reiseflughöhe und ich werde jetzt hier einmal etwas verändern. Auch hier wird sich etwas verändern jetzt im Cockpit, nämlich wir fliegen nicht mehr in Knoten, sondern in Mach. Und ich gehe mal auf Mach 0,77 mit meiner Speed, um dann auf Reiseflughöhe zu kommen. Gut. Checke nochmal, alles ist in Ordnung. Alles im grünen Bereich. Nur ein paar kleine Blitzchen, da hinten ist eine Zelle, aber es ist alles in Ordnung. So. Mal mit einem Auge beachten. Also die Phase 4, über die ich gerade gesprochen habe, die erreichen wir jetzt. Diese Phase 4 heißt, wir wissen wie, aber wir glauben nicht, dass wir es schaffen. Das ist die Phase, ich habe ja gesagt, die müssen wir uns besonders mal einprägen, in der die meisten Veränderungsprozesse, Change-Prozesse scheitern. Da wird gestoppt. Denn wir schaffen das nicht. Da gibt es 1000 durchaus gewichtige Argumente für. Kein Budget vorhanden, wir haben gerade andere Schwierigkeiten zu überwinden. Personalmangel ist heute ein ganz gewichtiges Argument. Es gibt sehr viele Gründe, die sind für sich genommen auch schlüssig, die verhindern, dass irgendein Veränderungsprozess wirklich startet. Vielleicht kommt man noch so ein bisschen zur Phase 5, wir machen ein paar kosmetische Veränderungen. Das ist jetzt so die, sage ich mal, der Deckmantel, mit dem dann die Phase 4 zugedeckt wird. Kosmetische Veränderung heißt, wir schreiben erstmal eine schöne Unternehmensleitlinie. Wir machen Führungsrichtlinien, wir machen Unternehmenskultur. Die bringen wir irgendwo zu Papier, die hängen wir auf Tafeln, wir machen Events, HR-Events. Da stellen wir alles neu vor, da sind wir, geben wir uns unheimlich offen. Im Unternehmen passiert aber so gut wie nichts. Ja, da wird vielleicht ein Obstkorb hingestellt, dann viele kommen immer noch mit dem Billardtisch und Fitnessgedanken da oder es gibt irgendwelche Fahrkarten umsonst, das ist aber keine Veränderung. Das lese ich in Anzeigen sehr häufig, Recruiting-Anzeigen, dass das so Benefits sind, die mitgegeben werden. Dabei lockt man damit heute keinen mehr hinterm Ofen vor. Was die heutigen Generationen wollen, ist etwas ganz anderes. Die wollen Anerkennung, Perspektive. Ja, die wollen Wert in ihrer Arbeit sehen. Darauf wird überhaupt nicht eingegangen. Das ist also die Kosmetik, die Phase 5. Gebe zu bedenken, dass in der Phase 5 es noch keinen Benefit gegeben hat. In Phasen 1 bis 5 hat es bisher nur Geld gekostet und Frust erzeugt. Ja? Und die dauern oft sehr, sehr lange, weil wenn das in der Phase 4 erstmal gestoppt wird, weil man ja jetzt gerade keine Zeit hat, fängt man irgendwann irgendwo so in der Phase 2 wieder an. Phase 1 hat man vielleicht ein bisschen überwunden, ist vielleicht der ein oder andere immer noch drin, nimmt man gar keine Rücksicht drauf, wird gar nicht hinterfragt. Das merke ich in Workshops immer, wenn ich in solche Sachen reingehe, nach den Trainings bei uns, dass da immer noch Mitarbeiter drin verharren. Und das sind oft Mitarbeiter in ganz wichtigen Schlüsselpositionen. So, jetzt merken wir in der Phase 6, wenn wir so ein bisschen Kosmetik gemacht haben, auch noch, es gibt überhaupt keinen Erfolg. Das ist total frustrierend. Ja? Es gibt keinen Erfolg. Das ist also die Phase 6. Wir sehen, es hat alles nur Geld gekostet und jetzt ist ein ganz gefährlicher Moment. Auch hier gibt es noch Abbrüche. Wenn jemand es tatsächlich, ein Unternehmen es tatsächlich geschafft hat, in diese Phase 6 reinzukommen, ich muss mal hier eben schauen, Gewitter rechts, alles gut, Geschwindigkeit in Ordnung, Bordcomputer sagt auch alles in Ordnung, hier oben ist auch alles aus, also keine Warnlampe an, so alles ist gut. So, Sie sehen, das Flugzeug fliegt von alleine. Ja? Wir sind hier in einem voll digitalisierten Umfeld. Jetzt, das mal so ein bisschen Exkurs jetzt. Ich habe nicht mal einen Co-Pilot und ich bin hier völlig entspannt unterwegs. Habe so die wesentlichen Parameter neben dem, was ich zu Ihnen sage, neben meinem Vortrag im Auge. Obwohl, wir fliegen mit Live-Wetter unter Live-Bedingungen. Ja? Ich habe auch hier meine Streckenfreigaben im Auge, die ich bekomme. Das hören Sie nicht mit. Ja? Ich bin jetzt freigegeben bis nach den Helder dieser Flugfläche erstmal
Und Sie sehen, das kann man heute in einer digitalisierten Welt wunderbar alles machen. Aber ich muss immer gewahr sein, ist hier irgendetwas, was nicht so nach Norm läuft und passt nicht ins Bild. Ja? Das ist besondere Verhaltensmuster hier im Digitalen, haben wir uns antrainieren müssen. So, wir waren in der Phase 6, Veränderungen zeigen keinen Erfolg, die waren ja auch nur kosmetisch, aus der Phase 5, Frust. So, jetzt gibt es tatsächlich Unternehmen, ganz wenige, die sagen jetzt so, also jetzt müssen wir nochmal, wir dürfen uns jetzt nicht entmutigen lassen, wir müssen jetzt wirklich mal tiefer an die Sache ran, da bin ich auch häufig im Spiel jetzt in den Unternehmen als Change Manager. Ich trete meist so in der Phase 4 auf, wenn man so sagt, wir schaffen das jetzt nicht, aber irgendwo doch noch ein Restwille da ist. Und dann versuche ich die Phase 6 erstmal, die schon durchblinkt, also wir haben keinen Erfolg, Veränderungen zeigen keinen Erfolg, die versuche ich dann recht zu überhüpfen und sage, lasst uns weitermachen, lasst uns jetzt konkrete Maßnahmen machen, lasst uns konkrete Baustellen vor allen Dingen in dem zwischenmenschlichen Bereich beheben. Im organisatorischen Bereich später dann auch. Also Verhaltensmuster wirklich nachhaltig von oben nach unten ändern. So, jetzt kommt man häufig von der ganzen Organisationsstruktur, von der ganzen Sichtweise des Unternehmens. Da wird dann oft auch mit Zahlen und Daten viel gearbeitet. Und da hat man immer eine sehr kurzfristige Perspektive. Und daraufhin hat man auch diese Veränderungsmaßnahmen ausgerichtet. Auch Innovationen sind häufig gar keine richtige Innovation. Das sind meist nur Produktweiterentwicklung. Und dann kommt man in die Phase 7, der Erfolg ist zu kurzfristig. Man merkt, man hat Erfolg, aber der ist irgendwie nicht, der hat keinen langen Atem, der blickt nicht in die Ferne, der ist nicht strategisch, ja, nicht langfristig. Aber in der Phase 7, also der Erfolg ist kurzfristig, zu kurzfristig, hat man schon Benefit. Man misst schon, man merkt schon, man hat auch wirtschaftliche Vorteile. Doch ein bisschen mehr Innovation, weniger Reibereien, weniger Fluktuation, weniger Krankenstände, dadurch geringere Kosten. Man kann mit weniger Personal mehr schaffen. Wir sind jetzt in einer Phase, wo wir anfangen nach innen zu wachsen. Das ist gerade in Zeiten des Fachkräftemangels heute. Mal kurzer Blick hier, alles gut. Da hinten haben wir eine 40 Meilen, muss ich mal ein bisschen am Wetter gucken gleich, ob wir da so durchkommen. Wir haben jetzt schon Benefits, wir haben gute Voraussetzungen eigentlich, um das Wachstum nach innen einzuleiten. Gerade, ich habe das eben schon gesagt, im Bereich des Fachkräftemangels muss ich mit weniger mehr leisten heute, ob ich das will oder nicht. Ich muss auch teilweise Kosten sparen. Das heißt, nehmen wir ein Beispiel, Sektor Automotive. Automotive wird, das sind so Schätzungen, zwischen 40% und 50% der Arbeitskräfte abbauen, Automobilsektor. Warum? Verbrennungsmotor, Fertigungstiefe, Getriebe, alles fällt weg in der Komplexität. Autos werden einfacher. Jetzt werden sich die Automobilkonzerne komplett neue Geschäftsmodelle überlegen müssen. Das Herstellen des Autos wird gar nicht mehr das ganz große Ding sein, sondern man muss sich überlegen, wie schaffe ich meine Vertriebswege, wie schaffe ich es überhaupt, Kunden zu halten, Kunden zu binden, wie kann ich im Gesamtbereich Mobilität mich aufstellen. Das ist nicht nur für die Automobilindustrie wichtig, das betrifft auch die Luftfahrt. Ja. Ob die jetzt wirklich nur noch Flüge verkauft oder Flugzeuge betreibt, muss sie sich überlegen, ob sie damit noch zurechtkommen. Weil auch der Mobilitätsgedanke der Menschen sich ändert. Ja. Jetzt muss man anfangen, also langfristige Perspektiven zu entwickeln. Und da braucht man wirklich echte Innovationshubs, strategische Hubs, die dann wirklich in die Kür gehen. Und diese Schnittstelle Hubs, Innovationshubs, die es ja durchaus auch schon ohne Veränderungen gibt, Richtung operatives Geschäft, Unternehmen, diese Schnittstelle, diese Brücke muss jetzt gebaut werden, wenn man in die Phase 8 geht. Man bewegt sich also nicht nur noch im Unternehmen, im eigenen Dunstkreis, sondern man bewegt sich jetzt auch schon in der Zukunft. Und das sind erfolgreiche, nachhaltige Umsetzung von Veränderungen. Also ich muss eine Kultur schaffen, ein Modell haben in der Führung und Arbeitskultur, was nachhaltige Innovation nachhaltig umsetzt, was Veränderungen nachhaltig machen lässt. Und das ist die Phase 8 nachher, wo ich eigentlich hin will. Das heißt, ich bin wo angelangt, wenn wir über erfolgreiche, nachhaltige Umsetzung reden, in der Learning Organization. Die Learning Organization habe ich hier schon ein paar Mal erwähnt in meinen Vorträgen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger, ein ganz wichtiger Begriff. Ich bewege mich in einer Unternehmenswelt, in einer Klinikwelt oder Organisationswelt, wo Lernen
zum Standard gehört. Das ist Bestandteil meines Geschäfts. Das ist heute im Unternehmen bei weitem noch nicht an. Unternehmen befinden sich heute oben in den Phasen zwischen 1 und 4. Ganz, ganz selten mal, dass Unternehmen weiter sind. Es gibt ein paar, sondern nicht mal eine Handvoll, die ich kenne, die weiter sind, die das auch schon sehr lange machen. So, und jetzt merken Sie in diesen 8 Phasen der Veränderung, ja, ich habe sie hier auch nochmal draufstehen, eingeblendet habe ich es mir auch. Gibt es auch einen schönen Artikel von mir zu, blende ich jetzt auch ein. Diese 8 Phasen der Veränderung zu durchlaufen ist schmerzlich, gerade wenn sie lange dauern, wenn sie Rückschritte, Phase 4, Abbruch, wieder von vorne gehen, immer wieder Change, Change, Change. Und jetzt können Sie sich vorstellen, warum 80% oder über 80% der Veränderungsvorhaben, Change-Prozesse scheitern. Kleiner Blick aufs Wetter, Zellen, Sales, Sie sehen hier so einen Cumulus Nimbus entschwubigen hier ins über 10.000 Meter, da ist also Gewitter drin, da fliegt man wirklich nicht durch, den sieht man hier schön auf dem Radar. Ja. Sehen Sie, glaube ich, auch. Ne? Genau, so ein roter Fleck. Gingen wir aber sicheren Abstand dran vorbei. Hier haben wir auch noch einen. Jetzt ein bisschen vor sich hin. Das ist Fliegen. Ne? Moderner Technik heute, alles kein Ding mehr. Anzeigen sind alle gut. Also ich will in diese Learning Organization. Wenn ich da dann bin, dann bin ich für die Zukunft sehr, sehr sicher und gut aufgestellt. Ich kann mit Veränderungen in meiner Umgebung super gelassen umgehen. Das läuft. Ja? Es gibt Konzerne, die von vornherein so ein bisschen so gebaut worden sind. Ja, nehmen wir die großen IT-Konzerne wie Google zum Beispiel oder die Amazon, solche Unternehmen, Microsoft versuchen in diese Richtung zu gehen, wobei sie im Stammhaus nicht so weit sind, also in der eigentlichen Organisation, aber sie haben Hubs, die wenigstens diesen Transfer schaffen. Sonst wären die nicht so weit. Da das jetzt unheimlich frustreich ist, immer wieder diese ganzen Wege zu durchgehen, ich habe das erwähnt, habe ich ein Modell entwickelt, das letztlich diesen Weg abkürzt, diese Frustphasen minimiert. Und dieses Modell basiert auf einer ganz wesentlichen Erkenntnis. Und die ist sehr einfach. Ich muss Manager, zunächst mal Manager, und zwar oben beginnend, ganz oben, Vorstand, Geschäftsführung, davon überzeugen, dass sie nicht das müssen, sich nicht verändern müssen, sondern dass sie sich verändern wollen. Ich muss also vom Müssen zum Wollen kommen. Erst dann gelingt es mir, in diesem zerfledderten System Geschäftsleitung, mittleres Management, Mitarbeiter, diesem Beziehungsgeflecht schnell Brücken zu bauen, stabile Brücken zu bauen, die ich dann nachher immer fest erstmal so notdürftige Brücken, so Behelfsbrücken, wie man sagt, ja, um dann diese Brücken auszubauen zu festen Bauwerken, um dann dieses Unternehmen in diese Learning Organization zu führen. Das kann dann mit diesen Leitplanken, die ich gestalte, anfangs dichter, später immer weiter öffnend, ist auch unterschiedlich von Abteilung zu Abteilung, von Bereich zu Bereich. Im Konzern gucke ich mir da sicherlich erstmal oder empfehle ich immer wirklich erstmal nur einzelne Bereiche zu nehmen. Bei mittelständischen Unternehmen bis so 200, 300 Mitarbeiter kann man das ganze Unternehmen gleich anfassen. Aber auch da muss ich in den einzelnen Abteilungen unterschiedlich anfangen. Ich habe Abteilungen, da kann ich die Leitplanken relativ offen stecken, weil ich da Mitarbeiter gefunden habe, die da sehr empfänglich für sind. Oder ich habe andere Bereiche, da muss ich manchmal die Leitplanken anfangs, vor allem bei manchen Führungskräften, etwas enger ziehen. Ohne dass ich aber das als schmerzlich empfinde. Ich muss halt nur aufpassen, dass ich da nicht drüber springen. Und das ist der Weg, den ich Ihnen mit diesem Modell, was ich entwickelt habe, anbiete als Change Manager, wirklich diese Wollensmentalität auch beizubehalten. Denn ich bin auch ein bisschen das rote Telefon. Ich habe mich ja heute schon so ein bisschen hier so rot angezogen heute im Cockpit. Ist ja ein halber Urlaubsflug für mich. Auch wenn es wieder irgendwo kneift, nicht erst wieder in die Frustphase zurückzufallen, sondern dann gleich auch wirklich zu sagen, hier, ich habe ein Problem, wie lösen wir das? Und ich bin dann der Problemlöser, der Auflöser, der Katalysator. So kann man das sagen, ein Brückenbauer-Katalysator. Und dann kommen wir irgendwann in der Learning Organization an und Sie werden merken, dass es unheimlich angenehm in der zu arbeiten. Wobei dieses Konstrukt psychologische Sicherheit, was ich da drin habe,
das Konstrukt des Wollens ist, wir sind da nicht im Kuschelunterricht. Also wir machen nicht jeden Morgen irgendwie, tanzen unseren Namen, setzen uns hin, machen ein bisschen schicken Weihrauch oder sowas, ein bisschen Ambilight und fühlen uns alle wohl. Das ist das absolut nicht. Da wird sich hart auseinandergesetzt, da wird sich offen auseinandergesetzt. Da muss man unheimlich diszipliniert dran arbeiten in diesem Werk. Man muss Regeln einhalten. Ja, und immer wieder neu. Aber es wird nachher selbstverständlich. Und was passiert? Sie werden sich persönlich nicht mehr perspektivlos fühlen. Sie werden sich, sie gehen gerne zur Arbeit, auch wenn es anstrengend ist. Ne? Es ist wie nach dem Sport, das ist ja auch anstrengend, aber es ist schön. Und es war ja im Cockpit auch nicht so, dass man hier gesagt hat, wir bauen jetzt hier ein paar schicke Sofa ein, machen hier ein bisschen Ambilight rein, einen schicken Tee noch kochen, vorne eine Kerze aufstellen und dann haben wir hier eine gute Führungsatmosphäre. Sondern das ist ein sehr professionelles Arbeiten im Cockpit, was aber über eine lange Zeit und durchhält und eine extreme Resilienz hat, eine extreme strategische Resilienz auf diesen Begriff, den ich jetzt auch neu gelernt habe im Crew Resource Management, in der siebten Entwicklungsstufe, im neuen Werk ist es erklärt, werde ich noch näher darauf eingehen. Ja, das ist ganz entscheidend. So, ich habe einen Kurswechsel Richtung Holland. Nee, ich bin in Holland, wohne in Groningen und habe jetzt einen Kurswechsel Richtung den Elben, nach Westen. Dann mal gucken, jetzt ist alles klar, wir bekommen gutes Wetter, unter uns ist noch ein bisschen Wasser, das tut uns nicht weh. Gut. Also das ist jetzt das was ich mit Ihnen machen möchte gerne im Unternehmen. Und ich lade Sie herzlich zu mir ein, schauen Sie sich das mal an, hier in Hamburg, wie ich da vorgehe. Ich kann Ihnen das da wunderbar erklären oder ich kann Ihnen da auch gerne mal im Unternehmen Vortrag drüber halten. Ihnen das auch vorstellen in der Geschäftsleitung, komme ich gerne zu Ihnen. Ja. Soweit, so gut. Ich werde mich mal meinem Flieger wieder widmen hier. Wir kommen jetzt langsam Richtung Kanal und werde mich nachher im Anflug auf London City wieder melden. Für die fliegerisch Interessierten, die können ja dann nochmal dranbleiben.